So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hallo Ratzfatz zu WoW Classic. Wir sind beim letzten Mal im Rotkammgebirge, beziehungsweise im Seenhain. Ist das für Seenhain? Wahrscheinlich. Angekommen. Und wollen jetzt nochmal mit Deputy Felden reden. Grüße. Wir können keinen der Männer hier entbehren, aber mit diesen Gnolen, von denen ihr mir berichtet habt, muss etwas passieren. Späht das südliche Rotkammgebirge nach Gnolen aus. Bedrängt sie, tötet so viele ihr könnt und erstattet mir dann Bericht. Wie ihre Anzahl. Gebt mir auch eine Einschätzung der Gefahr, die sie darstellen. Möglicherweise findet ihr Lager dieser Gnole entlang der südlichen Straße im Rotkammgebirge. Tut dies für die Armee von Stormwind und ihr erhaltet eine Belohnung. Ziehe den Ehrenfreund. Okay. Mit dir kann ich halt noch nicht. Du hast irgendwann einen Auftrag für mich, aber noch nicht jetzt. Und das stelle ich über eine riesige Brücke. Immer Ruhe. Okay. So viele Quests. Alter, wirklich 1, 2, 3. Wir haben mal wieder was zu tun. Ehre Marshall dem Merrys. König, Freund. Die Orks des Blackrock-Clans haben die brennenden Stämme verlassen und Burg Steinwacht im Norden besetzt. Von dort aus ziehen sie marodierend durch das Gebiet nördlich von Seenhain, sodass dessen Bewohner sich nicht mehr aus der Stadt wagen, dort eingesperrt sind wie Vieh in einem zu engen Pferch. Helft uns, diese Bedrohung von Seenhain zu nehmen. Töte diese Orks der Blackrock. Und bringt mir 10 ihrer kampferprobten Äxte zum Beweis. Und obwohl die Blackrocks uns vor allem aus dem Norden bedrohen, haben wir auch gehört, dass sie sich noch weiter in der südöstlichen Ecke des Rotkammgebirges aufhalten. Wenn ihr dort welche findet, solltet ihr auch die jagen. Das Licht segne euch. Großknecht Braucht ihr Oslo. etwas? Ich könnte hier wirklich etwas Hilfe gebrauchen, Herr Dariel. Jetzt, wo die Stadt belagert wird, bekommen wir hier nur schwer Nachschub. Meine Werkzeuge sollten mit dem Karren vom Goldhain aus angeliefert werden. Die Brücke wurde in die Luft gejagt, also legten wir die Werkzeuge in ein Boot. Aber die Ochse beschossen es mit einem Katapult und trafen auch noch. Ja, und bei meinem Pech ist mein Werkzeugkasten natürlich geradewegs auf den Grund des Sees gesunken. Wenn ihr mir meinen Werkzeugkasten wieder beschafft, Adair, dann soll es euer Schaden nicht sein. Schönen Tag auch. Okay. Hallo. Ich habe so viel Eisen dafür verwenden müssen, die Wachen von Stormwind auszurüsten, dass ich nicht mehr genug Eisen übrig habe, um die Pferde im Stall zu beschlagen. Bringt diese Nachricht zu Schmied Argus nach Goldhain. Dann erkläre ich mein Problem und bitte ihn um eine Lieferung von Hufeisen. Für die Allianz. Schildmacher, Rüstungsmacher, Bergbau und Schmiedekunstbedarf. Da ist auch noch eine Quest. Hallo? Der Immerusee ist für seinen gefleckten Sonnenfisch berühmt. Gefleckten Sonnenfisch berühmt. Die Nachfrage nach diesen Fischen ist enorm hoch und ich habe bald keine mehr vorrätig. Bring mir 10 Stück, dann werden wir uns schon handelseinig we werden wir schon handelseinig werden. Und wenn ihr nicht selbst angeln möchtet oder könnt, ja, vielleicht bekommt ihr die Fische ja von den Murlocs. Auf dann. Ich wollte gerade sagen, ich kann aber noch nicht angeln. Habe ich nie gelernt. Oder braucht man das halt wirklich später? Ich glaube, war das ein Hobby? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh. Geht gleich weiter. Okay. Peilmacherin. Hier sind auf jeden Fall auch noch einige. Wie geht's? Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich habe für Wache Park ein Mittagessen gemacht, aber er ist gerade auf Patrouille unterwegs.
Er ist groß und stark und noch dazu eine Wache von Stormwind. Also kann er auf sich selbst aufpassen. Aber ich bin nur eine kleine Stadtbewohnerin. Für mich ist da draußen viel zu gefährlich. Wenn jemand sein Mittagessen bringt und anschließend wieder herkommt, dann bekommt ihr auch ein Mittagessen von mir. Und sonst, Parker patrouilliert die Straße, die in den Dämmerwald führt. Auf dann! Das Barkeeper Daniels. Vorname Jack. Jack Daniels. Okay. Wir werden hier gerade die Vorräte knapp. Alle Flaschen sind fast leer und die letzten Schnapslieferungen hätte schon längst da sein müssen. Ja. Ork-Invasion ist. Ach, das ist ein Rechtschreibfehler. Die Ork-Invasion ist einfach die Hölle. Vielleicht könnt ihr euch ja für mich an die Arbeit machen. Ihr müsst für mich bei Grimbos Donnerbrau in den Westfall hügeln. Oh nein. Ein Fässchen Donnerbräu Lagerbier besorgen. Aha. Ebenso ein Fässlein Merlot aus Sturmwind. Ein Flaschenfuse aus Dunkelhain und ein Schlauch mit süßem Rum aus Goldhain. Bringt mal all diese Dinge, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Für die Allianz. Bei fucking 12 Quests. Genau, irgendwer. Irgendwas. Nein. Okay. Gut. Mal nach oben vielleicht. Relay der Schwarze. Was kann ich für euch tun? So, Stoatmantel hat euch geschickt, hm? Naja, dann schulde ich noch was. Was ich euch jetzt erzähle, könnte mich das Leben kosten. Die Bande der Defias plant irgendwas Großes. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass sie mit unterschiedlichen Gnomen, Kobolden und sogar Goblins zusammenarbeiten. Bringst du Mittel diese Nachricht? Dann steht alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Seid vorsichtig. Okay. Ich will da hinten aber noch gucken, ob da noch Quests sind. Oh ja. Kann ich euch helfen? Marty Jane Rose. Mein Garten ist schon wieder zertrampelt und verwüstet worden und ich weiß genau, was für ein Tier das getan hat. Das war dieser elende Eber, der den Marshall Merritt seit einer Weile immer Stopfwanst nennt. Jetzt kann ich den Narzissen erst nächsten Herbst wieder anpflanzen. Hin, alle hin. Und das nur wegen diesem einen gefährlichen Eber. Bereitet dieser Plage ein Ende. Zeigt mir seine Hauer und ich werde euch zu gern belohnen. Die in den Feldern Die meiste Zeit scheint er damit zu verbringen, in den Feldern südwestlich von Seenhain nach Futter zu suchen. Gelegentlich verirrt er sich auch hier und in meinen Garten. Mögen eure Reisen sicher sein. Braucht ihr etwas? Oh, boah. Seid vorsichtig. Wie viel Kräuterkunde müssen wir haben? Ja. Oh Gott. Ups, Verkäufer. Hier ist auch noch was. Was kann ich für euch tun? Ich würde liebend gern Rotkammgulasch für euch kochen, aber es gibt da ein kleines Problem. Erst kürzlich musste ich während des Ork-Aufstands eine ganze Brigade von Soldaten der Armee von Stormwind verpflegen. Jetzt ist meine Vorratskammer leer. Aber wenn ihr mir die Zutaten besorgt, dann mache ich das gerne für euch. Bringt mir einfach 5 Stück zähes Kondorfleisch, 5 große Geiferzahnschnauzen und 5 Portionen knuspriges Spinnenfleisch. Lebt wohl. Boah, die Frau hasst mich. Das ist ein Charakter, der hasst mich wirklich. Ja, wo die Spinnen sind, weiß ich. Ich habe 14 von 20 Quests.
reicht dann auch, oder? Na gut. Müsste jetzt hier nicht überall rumsuchen. Ich mache es einfach aus dem Grund, dass ich nichts verpasse. Charaktere noch mehr Quests haben. Schönen guten Tag. Ein Freund Stormwinds hat sich im östlichen Vorläufer des Rotkammgebirges niedergelassen. Dieser verderbte Schurke bedient sich des Übernatürlichen, um unsere Stadt und ihre Einwohner in Angst und Schrecken zu versetzen. Er treibt sein übles Geschäft unter dem Namen Morgant. Morgans kontrolliert den Schattenfell-Clan. Die Gnole tun alles, was er ihnen befiehlt. Wie es das Gesetz von Seenhain vorsieht, steht auf die Unterstützung eines Königreichs, eines im Königreich gesuchten Verbrechers die Todesstrafe. Die abscheulichen Gnome verdienen den Tod. Gebt 10 Schattenfell-Anhänger bei mir ab, dann erhaltet ihr eure Belohnung. Man sieht sich. Gerade sagen, bitte nicht noch einer. Servus. Braucht ihr Hilfe? Botschaft nach Sturm. Wir leben in schwierigen Zeiten, Magierin. Unsere Ortschaft ist einer ständigen Belagerung ausgesetzt, denn wenn wir keine Verstärkung bekommen, ist unsere Niederlage so gut wie besiegelt. Die Botschaft, die ich euch nun anvertrauen werde, ist von äußerster Wichtigkeit. Bringt diesen Bericht unverzüglich zu General Marcus Jonathan nach Stormwind. Sobald ihr die Nachricht abgeliefert habt, kehrt umgehend zu mir zurück und überbringt mir alle Neuigkeiten, ganz gleich, ob gut oder schlecht. Seid vorsichtig. Okay. Damit hätten wir alle. Hoffe ich. Und ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so viele Quests. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern. So, ich gehe jetzt als erstes in die eine Richtung, von der ich weiß, dass da zum Spinnen sind. Ich hoffe, dass ich da auch andere Viecher finde. Ich würde einfach sagen, ich töte einfach erstmal alles, von dem ich denke, es könnte wichtig sein. Aua. Am besten, bevor es mich tötet. Botschaft nach Stormwind. Eine Straße nach Dunkelhain. Okay. Wir sehen noch nicht. Na, Bräu. Das habe ich fertig. Das Donnerbräu darf ich auch nicht verkaufen. Auf dem Grund des Sees. Axt. Wo Gesetz des Solomon und das hier ist. Okay. Achso, jetzt habe ich nicht geguckt. Geifer Zahnschnauze.
Also die hier. Das ist zu weit entfernt. Oh. Einmal. Okay. Geiferzahn-Schnauze. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das nimmt immer noch auf. Ja, das Vieh hat viel, aber nicht das, was ich gerade brauchte. Wird mich so ganz gut befreien können. Du kleines, mieses Drecksding. Das ist aber ganz schön mies, dass es genau da hinten ist, ne? Wenn ich jetzt da sterbe. Ich erwähne nur meine. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Das wird dumm geworden. Okay. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nee, auch wieder nicht dabei. Die sind doch so die Schweinchen. Großer Geiferzahn schnauzen. Ja, großer Geiferzahn. Boah, das hat er einfach direkt zerstört. Kleines Aas. Ich brauche ein Ziel. Er will nicht, er will nicht. Nein, 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 nein. Will einfach nicht.
Das war gerade sehr dumm. Nichts. Seltsam. Aber ich werde erstmal kurz die Party beenden.